So, hallo und alle zur nächsten Folge League of Legends. Ich habe irgendwie letzte Zeit wieder ein bisschen gespielt, aber auch nichts mehr aufgenommen, interessanterweise. Und dann, wenn ich mal was aufgenommen habe, dann war es irgendwie ein richtiges Scheißspiel. Und boah, dieses Spiel wird wahrscheinlich auch wieder Kacke werden, weil wir zwei AFK haben. Ja, das ist mal wieder toll. Und ja, wir spielen auf Gold 4. Ja, mal gucken, was draus wird. Gefällt mir jetzt jedenfalls schon wieder nicht. Wir spielen gegen eine Kate und. Wer war das da drüben? Gegen eine Annie. Kate und Annie. Ich mag Annie nicht so. Oh Mann, das ärgert mich jetzt schon wieder. 2 AFK. Wir lassen die einfach pushen oder so. Und einfach nur farmen. Wenn es geht, nur farmen. Oder halt, wenn ein Pull kommt. Dann machen wir was anderes. Oh nein, ich muss ein bisschen gegenpushen. Boah, aber das wird Terrace. Verdammt, hochhealen. Die sind immer noch nicht da. Oh Mann. Hat das reconnected. Bitte noch Y. Naja, einfach mal abwarten. Hängt halt jetzt schön hinten. Gut ist halt, die Gegner wissen das nicht und deswegen werden die jetzt zwangsläufig sich den Jungle holen. Ja. Oh, das sind beide reconnected. Oh, das sind beide reconnected. Das ist schon fast sexy. Vorteil ist halt, wenn du Ranks spielst, hast du halt Wahrscheinlichkeit, dass nicht so oft AFK dabei sind, weil die wollen ja alle selbst ihre LP nicht verlieren. Also ein bisschen Punkte. Boah. Verdammt, da habe ich die Bombe nicht richtig gut geschmissen gerade. Na, macht nichts. Wir spielen trotzdem ein bisschen passiv. Ich bin ein passiver AD Carry eigentlich. Zumindest im Early. Ich will nur farmen. Einfach nur farmen, ich bin glücklich. Bis ich meinen BF oder so hab. Bin aber scheiße am Last hitten. Nein, schon wieder. Nein, Annie, nein. Lass mich in Ruhe. Und Drap rein. Irgendwie spielt am neuesten wieder jeder Kate dann seit dem Update. Ja, ultra long range. Das war nicht gut. Ja, der Jungle und das holen jetzt erstmal ein bisschen auf. Und aber noch fahren. Nicht sterben ist oberstes Gebot. Das war echt knapp. Aber mehr konnte ich auch an der Stelle wieder nicht machen. Sicher war das kommen zu bis Level 3. Keine gute Idee. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, kann ich nicht viel machen, aber das ist gut.
zu Blitzy Cranky kommt wieder. Und egal. Weapon-Kill, schön. Die ist ein bisschen spät reingegangen, deswegen kann sie ihn ruhig haben. Ich habe dafür vielleicht ein bisschen Farm gekriegt. Aber ich muss noch ein bisschen entgegenpushen jetzt, bevor ich weggehe. Immer erst die Lane auspushen und dann... Na! Blitzkin holt sich den. Ja, ich muss weggehen. Ich kann mir ein BF holen. Wupp, wupp. Selben Farm wie Kate. Obwohl die uns die ganze Zeit dominiert haben. Und ich kann sogar noch... Wie stelle ich dann in entsprechend passende Stellen? Also ich konnte mit 100 Gold jetzt nichts anfangen. Naja. So, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nee, sehr gut. Die Cutter könnte mehr Farm gebrauchen. Kauft aber richtig, weil es gegen Yasuo spielt. Und ja, Darius ist gut im Farm. Das geht schon. Not too bad. Mal ehrlich. Ehrlich! Oh Mann. Da kommt doch schon der Yasuo. Den Kill, den... Egal. Ich kann theoretisch bleiben. Ich habe mich ja wieder hoch. Bisschen. Dawnsplit hat 3% Lifesteal. Ich war trotzdem nur last jetzt gerade. Versuch's wieder Mitte. Komm, ich push ein bisschen. Oh Mann. Ja, ich am last jetzt. Mal schauen, was wird noch. Jetzt einfach rein. Der Blitz trifft die Hooks aber gut, muss ich sagen. Annie hat Ulti. Müssen wir aufpassen und ich schalte mich wieder hoch, das ist gut. Das habe ich extra gemacht, weil das Minion last hitten, ohne nur nah ran zu müssen. Oh komm schon, kriegen wir den? Die kriegen wir nicht. Da kommt die Ulti. Boom! Habe ich noch die Annie mitgetroffen und zwei Last Hits. Ich habe Blue Buff gekriegt. Buff Transfer complete. Also Buff kommt. Blue Buff hab. Kann ich jetzt die ganze Zeit schießen ohne Ende. Na ehrlich Blitz. Keine gute Idee. Da sich Mac supporten. Egal, geh ich auch weg. Ja. Ja, geht nicht so. Fuck. Ist sie noch hinterher geflasht? Egal, egal. Trotz allem, die 20 gar nicht so schlecht. So, und jetzt habe ich halt noch meine Rakete gleich, aber ne, die vorne sich spielt. Ah, Kader macht das. Auto-Tank, Auto-Tank, Auto-Tank. Oh, komm.
Achtung, Mauerfeister. Ja, sieh gut aus, sieh gut aus, sieh gut aus, sieh gut aus. Gut, fein. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja. Dass Andy unten so nahe gekommen ist. Ja. Ja. Jo, jo. Gerade hat Blue Buff gekriegt dadurch. Ich mache hier das Krabbe und dann wieder auf die Lane. Die Lane ist gerade ziemlich durchgepusht. Da war ein Kill. Super Blitz. Das war gut. Dann so, ach ja, das sieht gut aus. Doch, aus uns ist ein gutes Game. Naja. Geht schon, geht schon. Annie ist weg. Ich bin nicht so begeistert von Annie Support. Aber. Naja. Ein Auto-Tag, danke. Will ich gar nicht. Ich mach mal, ich push mal nicht, sondern last hätte mal und guck mal, was passiert. Ein Ulti warte ich noch. Okay, ja, gut. Kate ist nicht da. Kannst ihn nicht rauslocken, dann eben zurück und drauf. Was du kannst, kann ich schon lange. Ich kann auch poken, Kate. Ja, ich kann böse poken. What? Ist da Tibbers aufgetaucht gerade? Hat die gerade geultet? Oh, als er weggesprungen ist, wenn er dann gepult hätte, das wäre perfekt gewesen. Ja, wir sind hier schon deutlich in der Oberhand. Wieso wendet sich das Blatt vom Early Game? Naja, was wieder keiner was ist. Oh, der Darius oben pusht auch ordentlich rein. Das ist gut. Aus dem Weg gehen, Tower jetzt landen. Ups, ich will nicht denken. Ach na ja. Kann ich auch natürlich, glaube ich. Egal, tot ist tot. Schade, schade, schade. Solange es läuft, ist gut. What lol, the farm. What the farm. Nee. Ja gut, der Sue ist noch da. Sieht aus wie am Aatrox, weil das Valkat so ein bisschen immer so auf den ersten Blick wie Aatrox aussieht. Seine Cutter ist ja reworked zum neuen Patch. Der Weiger wurde auch gechanged. Ist Blue Buff da? Ja, ist wieder da. Okay, die wollen wir lassen. Ist schon nicht schlecht. Ich bin halt auch sehr mana-lastig oft. Riven, ja, Riven rennt weg. Darius ist im Moment auch echt stark. Riven ist extrem schwer zu spielen, finde ich. Fuck. Das war kacke. Ich hätte nicht gedacht, dass die mich
so einfach killen kann. Egal. Ja, haben wir das. Und 675 kriegen wir auch. Das können wir nicht ganz. Egal, macht nichts. Nicht gut. Egal, das sieht recht gewonnen aus. Ja, doch. Oh, eine Riven hier oben, die top pusht. Kann nur jeder, kann was machen. Ich habe meinen Pinkward gar nicht eingesetzt. Ich bin gar nicht dazu gekommen, den an sinnvollen Stellen einzusetzen. Ich stehe aber drei Pinkwards auf der Map. Das heißt, drei Leute an Pinks geholt. Riven, Madlife, Maggie. Ist hier oben am Pushen. Egal, ich wollte es haben. Ich hab ein Double gemacht. Ach, geht schon. Du entkommst mir nicht, Riven. Oh oh. Komm, ist dicke Luft. Ich kann gar nicht viel machen. Leider keine Ulten, können wir nichts machen, die sind alle. Midlane dürfen wir schön. Da ist ja die Kate mit Double Buff. Was hat die Kate eigentlich? Die Kate hat... schlecht. Tower-Bild gerade gemacht. Blitz, kommst mit. Da haben wir die zweite Stufe der Ulti. Was machen? Nee, oh, das ist nicht so. Der killt mich aber, wenn er zu nah an mich ankommt. Ach, die Mann ist oben. Ach, ist ja schön. Mauer noch viel Leben. Yasuo ist hoch. Mauer hat noch viel Leben. Ulten bringt also nichts. Egal. So, mal immer noch viel Leben. Hat zwar keine Mana mehr. Verdammt, ich hätte flashen und auf eine Autotech schießen sollen. Hat nicht viel gemacht, Kate. Wir klopfen schon an die Inhibitors. Okay, wir klopfen nicht, wir hauen drin. Also alles gut. What? Annie. Die Flash? Nicht. Ich hoffe mal ja. Der Schrauß gut. Ich muss meinen Pink Ward setzen. Nao hat keine Mana. Hat dann volle Combo reinhaut. Hat Reset gekriegt. Boah, schön. Schön, schön, schön. Ein Ace. Der fällt. Der Inhib ist weg. Es wird noch die Mitte. Doch, haben sie rendert. Oh, Spiel schon vorbei. Ja, es ging überraschend gut. Also, normalerweise hat man halt immer ein bisschen mehr Probleme, wenn man das Spiel gewinnen will, aber das ging ja recht troublefrei an dieser Stelle. Und okay,
nehme ich mal so an und ich werde es auch diesmal neben hochladen. War ganz gut. Oh, so streng. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, lass krachen und tschüss.